Beim Thema technische Assistenzsysteme im Alter arbeiten heute Forschung und Entwicklung eng zusammen. Sturzmatten, die bei einem Sturz Alarm senden. Fast 60% aller Stürze geschehen rund um das Bett. Oder auch komplette Fußböden, die Stürze erkennen können. Was einmal als Forschungsprojekt begann, ist heute auf dem Markt. Es gibt längst ausgereifte Lösungen. Im Alltag kritisch getestet von älteren Bewohnerinnen und Bewohnern, wie in dieser Wohnung in Burgstedt. Eine Türkamera, die sogar aufzeichnet, wer bei Abwesenheit zu Besuch kommen wollte. Ein Monitor, über den man, wenn man will, alles zentral regeln kann. Heizung und Licht oder Essen bestellen. Oder man kann sich an die Einnahme von Tabletten erinnern lassen. Überall in Deutschland sind unabhängige Beratungsstellen für altersgerechtes Wohnen entstanden oder im Entstehen, wie hier in Nienburg. Ein Treffen von Wohnraumberatern, die sich über ihre Erfahrungen austauschen. Es ist ganz klar, dass Menschen, die 80, 86, 84 sind, das darf man natürlich nicht verallgemeinern, aber da ist es doch schon so, dass die Angst vor Technik einfach gegeben ist. Aber ich denke, mit Gesprächen, mit Besuchen, mit Beratung kann man da ganz schnell die Angst nehmen. Und natürlich müssen die Herrschaften natürlich auch ein Stück wollen, das ist auch ganz wichtig. Man kann ja denen nicht irgendwie etwas aufstülpen, was jetzt kein Aufstülpen ist, aber so würden die das vielleicht wahrnehmen. Und man muss halt ganz, ganz mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Aber es gibt Möglichkeiten und man braucht keine Angst zu haben. Wie könnte also eine altersgerechte Wohnung ausgestattet sein? Diese Wohnung hat Sensoren eingebaut, die melden, wenn zum Beispiel Wasser überläuft. Oder die warnen, wenn beim Verlassen der Wohnung noch Fenster geöffnet sind. Intelligente Haushaltsgeräte, ein Herd zum Beispiel, der sich von selbst ausschaltet, wenn etwas anzubrennen droht oder das Abschalten vergessen wurde. Sicherheitstechnik wie Türkameras, Lichtsignale, wenn die Türklingel nicht gehört wird. Sehr wichtig sind Lichtleisten oder Bewegungsmelder, die automatisch das Licht auf dem Weg zum Bad einschalten. Und eine barrierefreie Dusche. Dass dies kein Luxus mehr ist, sondern Komfort bedeutet, haben selbst junge Menschen längst erkannt. Man leistet sich einfach Luxus, wenn man es kann, ab einem gewissen Alter. Und wenn man es auch bequemer haben möchte. Und da ist natürlich dann auch gerade so die Personengruppe, also ich könnte mir auch schon vorstellen, in einem intelligenten Haus zu leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass es auch einfache Lösungen gibt, wollten 23 Tischlerbetriebe in Lünen zeigen und haben dazu in Eigeninitiative einen Ausstellungsraum eingerichtet. Mit vielen, manchmal ziemlich verblüffenden Beispielen. Sitzen geht auch. Ein Schrank, der sich auf Rollstuhlhöhe absenken lässt. Wenn der Schrank auf ein Hindernis läuft, dann stoppt er natürlich. Oder noch einfacher. Eine Tür, die überbreit für Rollstuhlfahrer ist und trotzdem nur so viel Raum beim Öffnen braucht wie eine Normtür. Der ganze Stolz der Tischler, ein Paternoster-Schrank. Das Becken im Bad, höhenverstellbar. Ein Kleiderschrank mit Motor. Und ohne.